Tratars Weg zum erfolgreichen Labelboss. 2007. Mehrere Jahre lang hatte der 26-jährige Giwa jetzt internationales Musikmanagement an einer Londoner Hochschule studiert, als er sich den ehrlichen Rat eines fachkundigen Dozenten zu Herzen nahm. Wenn du ernsthaft ins Musikgeschäft einsteigen willst, dann reicht es nicht, nur meine Vorlesung zu besuchen, du musst deine eigenen Erfahrungen sammeln. Außerdem konnte Giwa sein Geld ja nicht ewig auf der Straße verdienen. Es war an der Zeit, sich eine legale Alternative zu suchen. Mein Dozent hat recht. Ich werde nach Deutschland zurückkehren und deutschen Straßenrap revolutionieren. Da draußen gibt es viel zu viele Fake-Gangster. Mit diesem ambitionierten Vorhaben kehrte Giwa nach Deutschland zurück. Für ihn war klar, dass sich die straßentreue Jugend nach authentischen Vorbildern sehnte, die ihre harte Lebensweise auf musikalischer Ebene widerspiegelten. Und genau das wollte er ihnen jetzt liefern, mit dem Aufbau seines eigenen Hip-Hop-Labels. Doch wie genau stellte er das an? Erster Schritt: Einen aussagekräftigen Namen finden. Natürlich waren seine Freunde und Verwandte alles andere als begeistert, als Giwa ihnen offenbarte, dass er jetzt 120.000 Euro Startkapital investieren wollte, um auf dem deutschen Musikmarkt mitzumischen. Was für ein unnötiges Risiko. Als sie irgendwann jedoch registrierten, dass er entschlossen und von seiner Entscheidung nicht abzubringen war, gab ihm seine Mutter schließlich ihre Zustimmung. Na gut, du wirst schon wissen, was du tust, mein Sohn. Alles oder nix. Ohne es zu wissen, lieferte sie dadurch auch einen entscheidenden Beitrag zur Namensfindung von Givas Unternehmung. Alles oder nix. Ein Motto, das zu seinem Lebensstil passte. Zweiter Schritt: Talentierte Rapper sein. Ein neu gegründetes Label benötigt frische Talente. Neben seinem langjährigen Jugendfreund Sammy nahm er deshalb auch sofort den jungen SSIO unter Vertrag. Der hatte ihn bereits vor Ewigkeiten im Alter von nur 12 Jahren mit seinen einzigartigen Flows überzeugt. Außerdem fungierte SSIOs Bruder von nun an als Labelmanager und Givas Cousin Maestro als Produzent. Sich selbst nannte er ab sofort Tratar, was sich auch mit dem Wort Gefahr übersetzen lässt. Dritter Schritt: Ein eigenes Studio mieten. Wer erfolgreich Musik machen will, muss diese natürlich auch irgendwo aufnehmen. Und zwar am besten in einem professionellen Tonstudio. Glücklicherweise wurde genau zum richtigen Zeitpunkt solch eine Räumlichkeit frei. Und zwar direkt neben dem German Dream Studio. Jackpot! Aller Vorfreude zum Trotz wurde Tratar von seinen neuen Nachbarn zunächst jedoch für seine mangelhafte Ausstattung belächelt. Woher sollte er denn auch wissen, dass es zwischen verschiedenen Mikrofontypen Qualitätsunterschiede gibt? Ehrgeizig wie er war, besorgte Tratar ein paar Tage später direkt neues Equipment, das sogar die German Dream Jungs zum Staunen brachte. Wie genau er dort rangekommen war, blieb allerdings sein Geheimnis. Vierter Schritt: Innovative Musik produzieren. Gerade mal 3 Songs hatten sie zum Teil fertig produziert, als Tratar entschied, dass es an der Zeit war, mit Alles oder Nix Records an die Öffentlichkeit zu treten. Von außen betrachtet eigentlich viel zu früh, doch Tratar wollte nicht länger warten. Also beauftragte er kurzerhand eine Produktionsfirma mit der Anfertigung eines Videoclips zu ihrem ersten Snippet. Den lud er dann auch direkt auf YouTube hoch und wartete gespannt auf die ersten Reaktionen. Und Tratar behielt recht. Sowohl er selbst als auch die anderen Mitglieder von Alles oder Nix Records wurden für ihre Authentizität gefeiert. Endlich hatten die unzähligen kleinkriminellen Jugendlichen musikalische Identifikationsfiguren, die das, was sie rappten, wirklich erlebt hatten. Außerdem bot sich mit dem steigenden Interesse an ihrer Labelformation nun wirklich eine potenzielle Möglichkeit für Tratar, den illegalen Geschäften allmählich Lebewohl zu sagen. Auch wenn ihm das in den folgenden Jahren nur bedingt gelang, behielt er den Tipp seines ehemaligen Dozenten stets im Hinterkopf. Seine eigenen Erfahrungen zu sammeln, war auf jeden Fall aufregender, als brav das zu pauken, was andere ihm auf einer Universität erzählen konnten. Das war Tratars Weg zum erfolgreichen Labelboss. Falls dir das Video gefallen hat, dann klicke doch auf den Daumen. Und falls du die nächste Rap-Episode nicht verpassen möchtest, hinterlasse doch ein Abo. Bis zur nächsten Inspiration. Der Biograph.